So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Wheels hier in Forza Hosei. Und mit dabei natürlich wie immer der Michi. Oh. Wir haben ja letztens erst das Hot Wheels Goliath freigeschalten, was wir aber wahrscheinlich in der nächsten Folge fahren werden, diese Folge nicht. Dann heute geht es hier weiter mit dem Zenvo ST1. Wer ihn nicht kennt, ich meine, die meisten werden ihn, denke ich mal, nicht kennen. Das ist nämlich ein Auto von einem dänischen Hersteller, nämlich Zenvo. Der hat ja 1104 PS, also einen 6,8 Liter V8 Kompressor. Kann man machen. So dezent schnell. Noch ein bisschen noch getuned von uns, für ein besseres Handling. Heute geht es mal an die S2-Rennen an, aber erstmal starten wir mit einer Löffelliste. Wir haben bisher alle bis auf eine probiert. Und die mache ich jetzt, oder die probieren wir jetzt mal. Das geht. Ist auch schwer. Natürlich damit auch schwerer als die anderen, aber es gibt auch dabei drei Medaillen zu holen, die wir gerne hätten. Weil wir haben 100 Sterne schon. Wir könnten es schon fahren, aber machen wir wahrscheinlich nächste Folge. Denn mit dem Pagani Zonda eher. Ich meine, der Sound, ne? Der ist doch geil. Hört sich aber so ein bisschen an wie die Corvette, finde ich. Für mich ist es nur das Brüllschwein. Hey, gibt hier viele Brüllschweine. Ja, aber das Ding brüllt ja nur. Finde ich jetzt aber nicht schlimm, okay. Oder so. So, ein bisschen langsamer. Komm, ist zu langsam. Michi war ein bisschen zu schnell. Ja, ich wollte den Blitzer noch mitnehmen. Aber geblitzt wäre das auch nicht so toll, glaube ich. Das kostet eigentlich nur was. Es gibt ein schönes Foto. Also hier ist sie auch schon. Bei den. Ups. Schiffswracks, könnte man schon sagen. Sie haben ihr Ziel erreicht. Okay, achso, da vorne. Ups. Die Hot Wheels Löffelliste Nummer 4 auf schwer. Mal schauen, was wir da machen müssen. Ich weiß es noch gar nicht. Und noch was, ich habe mittlerweile auch alle Straßen entdeckt. Ich meine, da haben ja nicht mehr viel gefehlt. Ich glaube noch 10 Stück oder so. Da habe ich einfach voll Aufnahme schnell gemacht. So, kannst du bitte annehmen? Ach so. Jetzt muss man mal starten. So, jetzt war Musik. Offenes G-Kraftbuffet im Veneno. Okay. Und tolle Musik, wo ich rüberreden muss. La 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 la. Die Musik ist bestimmt toll, aber es tut mir leid, ich muss sie leider ausmachen. La 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 la. Kann wunderbar singen, ne? Ich sollte hier Musiker werden. Rennen zum Zielort fahren. Okay. Und Veneno kann man sich ja schon mal gönnen, ne? So ein normales Auto. Der liegt aber gut. Halt ein Lamborghini, die liegen meistens alle nicht alle gut. Hat, wenn ich mich nicht ganz irre, 750 PS aus dem 6,5 Liter V12. Saugmotor auch noch. Das Schöne daran. Ja, brüllt halt wie Sau, ist mega laut. Mega schnell natürlich auch. So ist er nicht. Ja, gut, das war nicht so schön. Ja, da stand einer vor mir. Weiß nicht, wer das sein könnte. Zeit fehlt mir hinterher. Nehmen wir gut an der Zeit, ich weiß gar nicht. Also echt wenig Zeit dafür, ne? Ich war jetzt auch nicht mega gut davon abgesehen, aber ist auch nicht so scheiße. Fast geschafft. Nein. 100 Meter vielleicht. 150. Ja. Noch kurz hinter dir. Das ist schon schwer. Nochmal machen oder was anderes? Die Antwort kenne ich eigentlich schon bei dir. Nochmal. Gut, wir machen nochmal. Aber diesmal ja. Natürlich versuchen, ein wenig besser zu fahren. Obwohl wir beide nicht so schlecht gefahren sind eigentlich. Besser als in den meisten Rennen. Leider. Ja, das ist. Ja, doppelt hält besser, ne? Nicht ganz meine Leistungsklasse, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber ich finde die Strecke, die ist nicht so schwer. Die ist eigentlich in Ordnung. Ja, jetzt zwei, drei Stellen sind dabei, wo man ein bisschen runter vom Gas muss. Sorry. Passiert.
Aua. Ist ja scheiße. Ja, wir probieren es aber nochmal. Ja, wer weiß. Okay, das ging ja nicht Vollgas. Doch. Das aber nicht. Der zweite ging nicht. Okay, das war's okay. Für mich. Ich hänge fest. Okay. Wir waren trotzdem zu Ende. Ja, ja, klar. Klar. Jetzt denke ich mal nicht schaffen. Wenn wir dann wohl oder übel den Offline-Modus machen, denke ich mal. Oder zumindest nicht in der Aufnahme. Das hat Ewigkeiten probieren. Und das wollt ihr ja, denke ich mal, auch nicht sehen. Ein bisschen eine halbe Stunde oder je nachdem, wie lange das dauert, die Löffelliste machen. Ich war echt scheiße. So links lang. Schade, es ging so gut los bei mir. Ja, aber eigentlich auch soweit bis auf diesen. Bis am Anfang warst du eigentlich echt gut. Ich meine, das kann man auch, denke ich mal, schaffen. Ist eigentlich nicht so schwer. Okay, jetzt bin ich noch weiter weg als vorhin. 50 Meter vom Ziel. Ich war sogar näher dran als vorher. Echt? Echt? Hm, hab ich erstaunt. Och mal. Ich dachte, ich bin schlechter gefahren. Ah, einmal noch? Mhm. Komm, alle guten Dinge sind drei. Ja. Ich habe am dritten Geburtstag. Heute ist der dritte Monat nach Februar. Ja. Ich weiß, das macht keinen Sinn, oder ist... Egal. Lieber... Februar, was, lieber gut fahren, als quatschen. Bist du Wassermann? Nein. Schütze. Wir haben 3. Dezember Geburtstag. Oh, jetzt bin ich immer rechts. Und hier 2017. Er ist rechts. Auf die Wähler. Wieder genau dieselbe Stelle. Aber ich bin diesmal deutlich besser. Deutlich besser. Dann vor Gott zu. Wir müssen ja beide schaffen. Ach so, nee. Weil die Zeit ist so knapp bemessen, du darfst dir, glaube ich, nicht viel erlauben. Nee. Ich meine, ist ja auch schwer. Es soll auch schon ein gewisser Anspruch da sein. Ja. Boah, war nicht gut. Er ist definitiv für mich vorhanden. Ach. Oh Gott, das war ja... Was hab ich denn da gemacht? Das ist richtig idiotisch. Oh Gott! Bleib wohl. Ich hätte doch geschafft, aber natürlich war das gerade so... Ja gut. Machst du da unten? Ja, ich bin von der Strecke geflogen. Aber hab Bleib wohl gemacht. Er sah wenigstens cool aus. Ich werde es angucken. Nur cool aussehen reicht nicht hier in Forza. Nee, definitiv nicht. Ja gut, schwer ist schwer, ne? Klingt logisch. Da muss man mit in Ruhe ran, sag ich. Aber hier ist noch ein Rennen um die Ecke. Und zwar Sturm auf Rusty Weave. Vielleicht schauen wir uns da ein wenig besser an. Bekommt wenigstens einen Stern. Lieber wären wir zwei und natürlich perfekt drei. Na gut. Ist ja nicht hier, wünscht dir was? Hallo Jeep. Die ist rüber, ey. Dieser komische Jeep. So. Wir müssen. Was steht da unten? Alter, das ist ja mega klein. Ich glaube, da steht 4 hervorragende. Nee, das ist echt so klein. Das kann ich nicht lesen. Tut mir leid. Brauchst eine Brille? Nee. Meine Augen sind eigentlich in Ordnung, aber das ist echt mega klein, was da stand. Im Feld.
Also ich habe da schon vier hervorragende Irgendwas-Fähigkeiten. Irgend so ein langes Wort war da noch. Irgendwas mit S, glaube ich, vielleicht. Sprung? Nee. Sprung ist zu kurz. Ach, keine Ahnung. Werden wir ja gleich sehen. Wird es nur bei dir auf dem Startbildschirm angezeigt? Weil bei mir war nichts gestanden. Ich sehe das immer nicht, welche Fähigkeitsziele man hat. Das sieht, glaube ich, nur der, der das Rennen startet. Und das bin ja ich. Ah, okay, deshalb. Was der gleich dann oben links stehen, wenn wir da starten. Oh Ja, ja, alles klar. im Rennen sehe ich es dann, ja. Was die für geile Karren fahren, Alter. Ja, genau. Okay, ich glaube, das wird lustig. Oh, doch, regnet ein bisschen, oder? Kann das sein? Oh Gott. Ich hab irgendwie ein bisschen Schiss. Also was immer wir brauchen, einen habe ich. Ja, ich auch. Alter! Was da gerade abging? Ich habe drei. Zwei. Ich glaube, überholen ist das. Oh Gott. Die Geschwindigkeit. Oh Gott. So, Landkreis fahren. Ja, die Strecke ist relativ einfach, muss ich sagen. Bis jetzt. Sind doch beide Also hier. nach. Liegt meine erster Zweiter? Ich meine, das Ich wollte es gerade sagen, nachdem wir. Also abgeschlossen. meine Herausforderung ist auch gerade eben abgeschlossen. So, lande ich auf der Strecke. Danke. Gut, dass er an der Bande war. Oh Oh. Gott. Das war aber knapp. Das ist jetzt noch kurz. Oh nein. Oh nein. Natürlich, ich war einfach nur so links oder rechts und gerade mal, ob ich lang gefahren Konntest dich mal bitte nicht bin. entscheiden. Richtig. Mit dem vorne kann er in die Mitte gesetzt. Dafür habe ich gerade meinen Flügel verloren. Ausgleich in der Gerechtigkeit. Oh, da kommt dann eine ganz blöde Kurve hier auf dem ebenen Stück. Geht eigentlich. Wird nicht gerade geil genommen, aber hat die gegen. Aber erst das Zweite, das wäre doch was. Ach, ich bin ja Erste. Das ist auch ein bisschen so verwunderlich. Ja, ich. Ich bin Keine jetzt Ahnung, ich Dritter, bin warte, jetzt der ein. Ultima hat mich überholt. Ich fahre hier einfach. Oh ja. Ja, Kumulag ist echt nicht geil, ganz irgendwo. Oder nicht so. Vielleicht mit anderen Supersportwagen. Kriegt er natürlich mal noch, ich weiß nicht. Nach dem Looping scharf bremsen. Ich bin tatsächlich Erster geworden. Pfui. Oh Gott, Bild der Kugel. Ein nice one. Glückwunsch, Michi. Danke. Also ich glaube, so viel haben wir ja noch nie gehabt, ne? Doch. 1950. Doch, haben wir schon mal 1 und 2 gehabt, ja? Ich glaube schon. Aber dann war bestimmt Und nicht ich Erfolg der Erste. freigeschaltet. Nur auf die Freundschaft. Genau. Für die 20 Online-Rennen hier, die wir gemacht haben. Und davon ja die meisten eigentlich im Koop jetzt hier. In der Aufnahme oder auch so. Gibt 3 Sterne, oder? Und 3 Medaillen. Ich habe Jawohl. drei Stück gekriegt. Ich habe auch Die drei. Strecke habe ich. Die habe ich nämlich noch nicht gefahren, die Strecke. Was siehst du? So super. Schön. Nice. Das kann gerne bei jedem Rennen so laufen. Also dafür, dass es ein S2-Auto ist, muss ich ganz ehrlich sagen, Respekt. Dann haben wir direkt das nächste. Bei
Ich meine, das ist ja wirklich ein Katzensprung entfernt. Ist es hinter uns gleich? Ja. Bei mir waren es laut GPS 45 Meter. Und wir müssen machen für 3 Medaillen, was steht da? 8 großartige Geschwindigkeitsfähigkeiten? Ich hoffe, da steht da. Ja, aber das erste Rennen mit dem Salvo war eigentlich soweit super. Ja. Kann ich nur bestätigen. Leider war der Ultima noch besser als ich, aber ganz ehrlich, ein Ultima ist aber auch, ist halt ein Ultima, ne? Ist halt ultimativ schnell. Der geht schon auch nicht ab. Das ist diese 1020 und diese 27, ja. Ne? Nee, mit den beiden, die habe ich schon gefahren, komme ich nicht zurecht. Aber mit dem Zenvo komme ich erstaunlicherweise gut zurecht. Woran das verliegen könnte? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Also im Gegensatz zu dir habe ich natürlich bei mir wieder Allrad verbaut, ne? Ich habe hier einen guten alten Heckantrieb natürlich. Also es ist dunkel, oh Gott, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Das wird jetzt wirklich interessant. Euer herrliches Werden, Königsweg Agera, Cesto Elemento, F12 TDF, Porsche 918. Ach, ihr habt's aber auch alle, ne? Das ist Mobbing. Keine Furcht. Oh Gott. Also die Jungs sind hier ganz schön am Drängeln. Was kommen die Kurven rum, Alter? Ist ja furchtbar. Die zieht sich zu, ne? Elendiglich. Nicht in die Seite rammen, Alter. Das ist aber auch ein schummriges Licht. Wir gerade, oh, im Himmel. Geh weg, 918. GP1, Entschuldigung. Ich sag 918, Alter. Kommen mir irgendwie nicht so übertrieben gut klar. Und die Sonne ist gerade schon. Oh. Alter, der hat. Aua! Hier. Entschuldigung, war ich dir im Weg gestanden? Weiß ich nicht. Ja, ich bin hier gerade an der Ecke hängen geblieben. Hat mich von ziemlich weit vorne nach ganz ziemlich weit hinten geschmissen. Ja, aber ich bin noch weiter hinten. Alter, die Umlage ist echt plötzlich überschlagen. Oder naja. Also lang nennen können. So, ich kämpfe mich gerade wieder ein bisschen nach und vorne. Ist unser Team am Gewinnen. Aber nicht dank mir. Eher an Michi. Der im Zervo ziemlich gut ist. Hey, sag mal. Hör mal auf hier. Entschuldigung. Wollte ich nicht. Oh, pass auf. Hier ist wieder so ein Ding links, rechts. Oh Gott. Ich hab's gesehen. Ich bin links gefahren, weil rechts hast du wieder diese Sprungschanze. Ich bin links gefahren, weil ich irgendwie, weiß nicht, war so Panikreaktion. Wo fahre ich lang? Am besten nicht in die Mitte. So, 5 von 8. 6 von 8. 7 von 8. Abgeschlossen. Ach, ultimative Geschwindigkeiten. Ja. Oh, ich bin schon fertig. War immer ein Dritter geworden. Schon wieder. 1 von 3. Ich bin schon wieder Erste. Das gibt's nicht, Michi. Das ist irgendwie wenig verwunderlich. Sag mal, was ist denn da los heute? Ich weiß auch nicht. Das ist in so einem schnellen Wagen. Ja, eben. Weil normalerweise fahre ich S1, S2 so gut wie nie. Es sei denn, ich muss. Und diese ganzen S2-Strecken und so bin ich noch gar nicht gefahren. Die sind alle neu für mich. Aber ist doch schön.
Eins, zwei, drei, drei Medaillen. Ich hab nur zwei leider. Ich hätte, glaube ich, 6 von 8 Fähigkeiten. Ach so, weil du hättest auch. Ne, stimmt, weil wir hätten. Ja. Ja, heißt? Ich wollte gerade sagen, wie ist denn das? Wir können ja nicht beide Erste werden, ne? Nee. Wie ist denn das bei so einer Koop? Wenn der eine Erste wird und der andere Zweite, zählt es dann trotzdem beide als Sieg? Oder? Geht um die Teamwertung. Das Team muss Erster sein. Mehr Teampunkte. Okay. Ach, okay. Ihr Team hier Fabian Skilling gegen Team Driver. Okay, ne, das haben wir auf jeden Fall geschafft. Und wenn wir beide mehr Punkte haben, gewinnen beide. Weil es als Team zählt. Okay. So ein Rennen geht noch, würde ich sagen. Ja, noch ein S2-Rennen. Freut sich mich. Der wird er wieder gewinnen wahrscheinlich. Nein, ich bin selber gerade überrascht, wie gut ich mit dem Auto zurechtkomme. Der heimlich gibt zu Hause. Nein. Ah, also ganz unrecht. Ja. Brems! Es ist zu Hause alle Rennen 20 Mal gefahren. Nein, also diese ganzen. Nein, wirklich nicht. Diese ganzen S2-Sachen habe ich nicht gefahren, aber ich bin mal wieder Blizzard Mountain heute gefahren. Und ich bin gestern mal wieder normal in Australien ein bisschen rumgefahren. Ja. Mal wieder Goliath gefahren, mal so zur Entspannung. Nö. Ist mir wieder ganz schön, wenn man dann mal wieder in der Anführungsstrichen realen Welt ist, ne? Das Bonusziel ist hier eine Rundenzeit unter 1 Minute 42. Sexy Geräusch. Ja. So Leute, wir sind wieder back hier. Und zwar war Demis Controller aus, deswegen haben wir das ja nochmal neu gestartet. Micha. Demi. Hm. Er kennt ihn nicht, neu dabei hier, hat sich umbenannt. Hat sich umbenannt lassen. Das heißt er nicht mehr Michael, sondern Demi. Nein, gleich natürlich wieder gleiches Rennen. Gott, ist das hier ein Gedränge. Ja, drei Röntchen hier. Bisschen zu steil abgebremst, glaube ich. So, Rad 5er und 6er. Ein paar Blöder zu bremsen. Wieder so ein schöner Kreis. Nein! Oh, ich hab's gesehen. Ich bin auch, aber fast. Oh, und kilometerweit zurück gespawnt, ne? Aber ohne Bande ist mies, ne? Wenn er so in keinen ist und man da schön runtersegelt. Ja, so ist das halt. Vorher wieder Looping. Jetzt auch wieder einfach. Alter. Wow, was bremst du denn, die Idiot? Der. Nee. Der typisch kein Kratzer. Die KI ist heute wieder gut drauf, ne? Auf jeden Fall. Wieder mega hart abgebremst, der Typ. Oh Gott, da war ich ein bisschen zu motiviert. Alter, noch keine Bande hier. Alter, da sind ja drei Runden, also keine Panik. Verloren. Ah, okay. Die Rundzeit unter 1,42. Naja. Ist ohne Unfall denkbar, machbar. Ich denke mal, so aufs Podium könnte ich noch kommen. Und jetzt keine weiteren großartigen Fehler, bro. Also wenn man einmal aus dem Spielfluss. Oh Gott.
ich mich auch noch weg. Wenn man einmal aus dem Spielfluss raus ist, ne? Ja. So, erstmal da wieder tief durchdrücken. Ist der Looping? Alter, die bremsen also wieder so hart ab, dass mich völlig unverständlich ist. Vielleicht bei der Kurve nicht so hart auf dem Gas sein. Boah, muss echt stark abbremsen. Aber geht eigentlich. Ah, ist so wieder eine, die sich zuzieht. Nee, aber die ist halt komplett ohne Bande, halt nur, dass du da richtig hart runterfliegst. Jetzt richtig viel Zeit flöten. Aktuell Vierter. Unser Team liegt noch vorne, wenn das so bleibt. Ist doch, glaube ich, ein Pagani hinter mir. Nee, ein LaFerrari. Nee, FXXK, Entschuldigung. Oh nein, warte, warte. Ah, nein! Oh Mann! Ärgerlich. Ich bin eventuell im Wasser gelandet, so ein bisschen. Ah, okay. Geplanscht so ein bisschen. Ich habe gedacht, du hältst ihn ein bisschen auf für mich. Aha. Leider bin ich weit rechts nach dem Sprung. Und ja, bin ich da gemütlich reingeflogen. Ist in der dritten Runde ein wenig ungünstig, würde ich mal behaupten. Aber entweder du einen Platz besser oder ich einen Platz besser, das reicht schon. Nee, ich bin gerade abgeflogen. Okay. Aber die Rundenzeit, die wird letztens gefahren, oder eben gerade eine 1,43, 940, also fast 2 Sekunden schlechter. Das ist aber machbar auf jeden Fall, 1,42. Ich bin wieder für eine Runde. Aber ich glaube, ich schaffe es noch besser zu werden. Die sind nein! Das ist ja so blöd. Ich war schon aus dem Kreisel schon fast draußen, bin zum Schluss noch mal rausgeflogen und wäre ganz am Anfang wieder zurückgesetzt. Ne? Das ist natürlich nicht geil, ne? Naja. Immerhin noch Vierter geworden. War trotzdem nicht gut. Das reicht, glaube ich, nicht für uns, oder? Ich müsste Achter werden. Bist du schon im Ziel, oder? Naja. Okay. Ich weiß nicht, wo das Ziel ist, aber... Immer weiter geradeaus. Würde ich jetzt mal so behaupten. Oh, beendet. Schade. Na gut. Passiert mal. Nicht schlimm. Tja. Ich meine, ich werde eh noch später alle auf den Sterner machen, irgendwann. Das ist keine Frage. Okay. Das schaffe ich auf jeden Fall. Halt, denke ich mal, nur noch nicht in Aufnahme, weil das dauert einfach zu lang. Wäre ein wenig eintönig. Wieder nur ein Medaillchen. Ja, ja, bei mir auch. Jetzt habe ich 107. Von 177, das heißt, es fehlen noch 70 Medaillen. Klingt viel, aber schaffe ich, glaube ich, wenn ich jetzt wirklich viel spiele, in den nächsten 2 Wochen vielleicht. Oder eine. Mal gucken. Na dann, hier natürlich wieder danke an dich, Michi, fürs Mitmachen mit deinem Allrad-Zentro. Ja, danke, gerne. Dann danke für euch, Leute, danke, Leute, fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.